Hallöchen! Gestern habt ihr mich gesehen, den Anfang des Vlogs. Da war ich auf einer LAN-Party. Das war meine erste LAN-Party. Die meisten haben da eigentlich CSGO gespielt. Aber ja, ich habe halt ein bisschen WoW gezockt. War ganz cool. Hat Spaß gemacht. Gab schön Döner währenddessen ein paar Mal. Und ja, war richtig cool gestern. Ich habe den fetten Pickel, den habe ich gerade ausgedrückt. Sieht ein bisschen scheiße aus, aber egal. Ich bin eben erst aufgestanden, ich habe noch nicht mal Haare gekämmt, also bitte nicht wundern. Ich habe nur gerade meinen Koffer da liegen sehen, den ich heute ja noch ausräumen muss. Und dann dachte ich, ich zeige euch mal eben, was ich... Gott, ich bin gerade noch voll benebelt. Was ich mir gekauft habe in Ägypten. Und ich zeige euch jetzt erstes mal den Tabak. Den habe ich euch ja schon kurz gezeigt gehabt. Aber ich habe hier einmal Tabak-Zitrone, also Shisha-Tabak. Dann habe ich Shisha-Tabak-Banane. Und dann habe ich hier noch ein paar Wassermelone. Und ich hatte halt ein bisschen zu viel Tabak mitgenommen. Dementsprechend habe ich das noch verzollt dann. War echt teuer. Ich dachte, das wäre günstiger. Das hat mich nochmal, also ich musste eine Packung nochmal neu verzollen. Und das hat einfach 12 Euro gekostet. Das war echt schweineteuer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer ist. Aber naja. Jetzt habe ich erstmal einen coolen neuen Tabak, was ich daran auch gut finde, dass die in so kleinen Päckchen kommen. Und dann trocknet der nicht so schnell aus. Ich habe jetzt meinen ganzen alten Tabak mal weggegeben, weil ich hier ja nicht so oft Shisha. Ich Shisha dann eher woanders, bei anderen Leuten. Und ja, deswegen habe ich den Shisha-Tabak mal weggegeben, damit der leer wird. Und ich habe jetzt hier nur noch solche, das ist mir dann lieber. Dann ist egal, wie lange die da rumliegen, schätze ich mal, hoffe ich. Genau, einmal den Tabak, den habe ich geholt. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, das wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich hier als nächstes, warte, wo ist das zweite Teil davon? Genau. Dieses hier. Das ist so mit Sand gefüllt, mit so bunten Sand. Und dann seht ihr hoffentlich dieses schöne Muster. Das gab es in ganz vielen verschiedenen Farben und so. Ja, hat mir am besten gefallen mit diesem Rosa, so ein bisschen rosa-pink. Passt bei mir am besten rein. Und da oben kann man jetzt noch ein Teelicht draufstellen, so hat er uns das gezeigt, war ganz süß aus. Einfach als Anhängen ist das so gedacht. Und dann habe ich halt noch dazu gratis noch so einen Schlüsselanhänger, wo Ägypten draufsteht, bekommen. Finde ich jetzt nicht so mega, aber da er gratis war. Was soll's, ne? Nehme ich. Genau, das einmal stelle ich dann gleich weg. Dann als nächstes, das habe ich als letztes gekauft. Ich musste, ich zeige euch die anderen dann gleich, aber ich musste halt noch mein letztes Geld loswerden. Und davon habe ich mir dann dies hier gekauft, dieses Fotoalbum. Ich hatte so gar nichts in diesem Souvenirshop so angesprochen, bis auf so ein Fotoalbum, weil ich finde das irgendwie richtig schön und da kann man dann die ganzen Erinnerungen daran nochmal nachher alles ausdrucken und da reinpacken. Aua, das hat so weh getan. Genau, so sieht das aus. Total hübsch, finde ich. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß noch gar nicht, habe ich euch eigentlich erzählt, dass wir in diesem ägyptischen Museum waren, in Kairo. Ich weiß gar nicht, ob ich euch davon berichtet habe, kann ich ehrlich nicht mehr sagen. Es war auf jeden Fall total sehenswert, finde ich. Hat sich richtig gelohnt. Wir haben da auch die goldene Maske gesehen von Tutanchamun. Weiß ich nicht, ob kennt man eigentlich, oder? Diese goldene Maske mit diesem Blau-Dings drin. Da haben wir halt diese originale Maske gesehen. Und das soll wohl das wertvollste Stück sein, was es auf der ganzen Welt gibt. Das finde ich schon krass, wenn man sich das vorstellt. Das ist das wertvollste, was es auf der ganzen Welt gibt. Diese Maske, die besteht halt wirklich aus purem Gold. Und die anderen Masken von den, ich glaube von seinen Großeltern zum Beispiel, die haben wir da auch gesehen. Aber die waren aus Holz und dann nur vergoldet. Und diese Maske besteht wirklich nur aus purem Gold, davon durfte man auch kein Foto machen. Das war in so einem extra Raum. Da hatten die auch irgendwo gesagt, dass es schwierig ist, die können die nirgendwo anders hintransportieren oder so, weil das würde keine Versicherung bezahlen, weil das halt viel zu viel wert ist, genau. Das fand ich total cool. Und dann haben wir auch da die Mumien gesehen. Das war auch total lustig. Wir waren gerade wohl zu dem Geburtstagswochenende oder Geburtstagstagen da. Und nur an diesen Tagen wurden wohl die Großeltern von Tutanchamun, wenn ich mich gerade nicht täusche, wurden dort ausgestellt, die Mumien. Und sonst werden die nicht ausgestellt, da muss man nochmal extra Geld zahlen, um Mumien zu sehen. Und diesmal hatten wir ganz viel Glück und konnten die sehen. Das war halt schon echt cool, dass man so diese ganz, ganz alten Menschen da noch so erkennt. Schon irgendwie krass. Ja, hat man halt viel gesehen, viel gelernt auch noch. Ich
kannte mich mit dieser Geschichte. Ich bin ja sowieso kein Geschichtsfan, muss ich sagen. Ich habe Geschichte in der Schule gehasst. Aber es war ganz interessant, dass der ja, als er 8 wurde, ja schon dann die ganze Macht hat und dann nur 18 geworden ist. Da konnte man dann die ganzen kleinen, so einen kleinen Thron sehen und so. Alles wie winzig. Die waren ja damals eh kleiner. Aber das halt wirklich winzig halt für einen 8-Jährigen. Ist schon cool. Und ja, das Museum fand ich sehr, sehr sehenswert. Da hat man noch mehr gelernt mit die Nase, dass die zum Beispiel bei Sphinx ab ist und so. Damit hat man dann versucht, den Leuten die Ehre zu nehmen und sowas. Total interessant einfach. Genau, und was hat man noch so? Achso, in Kairo generell, da liegt halt super viel Müll rum. Ne? Also wirklich, das fand ich echt schon so wieder so richtig. Überall, du fährst so auf der, ja, ich will nicht richtig sagen Autobahn, aber auf dieser Schnellstraße, sag ich mal. Und da am Rand liegt halt überall so richtige Müllhaufen, wo dann die Katzen und Hunde daraus fressen. Und es sah halt alles richtig abgewrackt und nicht schön aus, muss ich sagen. Und wie die da gefahren sind, es gab 3 Spuren und da sind dann 6 Autos aber nebeneinander gefahren. War schon krass. Also es ist schon heftig, das so zu sehen. Also es war da jetzt nicht alles hässlich, so will ich das jetzt auch nicht sagen, aber es waren halt viele Ecken, wo halt wirklich, die schmeißen den Müll halt einfach auf die Straße. Ne? Ich habe dann gesehen, wir standen da so, warteten, bis unser Bus kam und dann haben die Leute einfach den Müll auf die Straße geworfen und es ist da halt normal. Und das finde ich halt super, super krass und traurig irgendwie. Und die Häuser sind halt alle so nicht so schön, sage ich mal, nicht fertig und so. Es ist ja halt alles sehr, irgendwie sah das für mich so aus, als würde da gerade irgendwie eine Bombe eingeschlagen sein, sage ich jetzt mal so, was natürlich nicht so war. Und dann haben wir halt nachher dann noch von unserer Reiseführerin gelernt, dass die ganzen Häuser so aussehen und nicht fertig sind, weil die erst Steuern darauf zahlen müssen, sobald das Haus wirklich komplett fertig ist. Das heißt, die meisten haben dort einfach keine Fenster drin und sowas oder teilweise kein Dach, weil es gibt wohl nur meistens so 5 Tage Regen im Jahr und dann brauchen die das halt einfach nicht und dann sparen die sich halt die Steuern. Das finde ich halt auch voll krass. Was halt irgendwie müsste man anders lösen, weil es sieht halt echt nicht so schön aus, muss man sagen. Aber naja, gut. Das ist halt hier ein bisschen anders, ne? Aber krass. Ja, das wollte ich nur mal kurz nebenbei sagen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich dazu so viel zu in dem Ägypten-Vlog erzählt habe. Aber nur für die Leute, die es vielleicht noch ein bisschen interessiert hat. Hier noch ein paar Infos. Genau, jetzt war ich hier stehen geblieben. Habe ich jetzt einfach ein Fotoalbum mitgenommen, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde. Und da kann man halt Erinnerungen reinpacken. Genau. Das wird mich jetzt immer an den Urlaub erinnern. Deswegen einmal das. Und dann hatte ich halt noch, wie zeige ich euch das jetzt? Mir ein paar T-Shirts. Also Oberteil gekauft einmal. So, dieses, einfach so ein T-Shirt, Calvin Klein, Fake natürlich, klar. Das habe ich mir geholt und es ist echt traurig, wenn man da seine Größen hört. Er hat mich gefragt, welche Größe hast du? Ich so, ja, S oder M meistens. Letztendlich ist das jetzt, welche Größe ist es? XL. Da kommt man sich schon ein bisschen fett vor, aber es ist okay. Passt schon. Und dann habe ich mir noch, weil den fand ich irgendwie von der Farbe halt so cool, ein Tommy Hilfiger, auch natürlich Fake, Pulli geholt. In so einem richtig knalligen Neonpink. Finde ich total cool. Ja, das sind die Sachen, die ich mir dort gekauft habe. Nicht super viel, aber also über die Oberteile freue ich mich. Die sehen richtig schön aus, finde ich. Also gerade dieses knallige Pink finde ich cool. Ich wollte schon immer so ein T-Shirt von Calvin Klein haben. Habe ich aber jetzt noch nie das Geld dafür übergehabt. Habe ich gedacht, ah, komm. Und dann habe ich das da gesehen. Das sah ganz cool aus. Habe ich mir das mal mitgenommen. Genau, ich freue mich über meinen Einkauf sehr. Und ja, es geht einfach mal Sonntag. Also heute ist Sonntag und es geht einfach mal genau in einer Woche schon wieder für mich in Urlaub. Und ich hasse es hier zu fliegen, von daher bin ich noch nicht so begeistert darüber. Ja, es geht nach Lissabon. Habe ich euch das überhaupt schon erzählt? Ich weiß mal nicht, ob ich das echten Menschen erzählt habe oder euch. Also, you know. Ja, nach Lissabon. Oma und Opa laden uns ein, die ganze Familie. Freue ich mich schon drauf, aber natürlich nicht aufs Fliegen. Aber da werde ich euch natürlich auch noch mitnehmen. Ich bin aber auch froh, wenn ich dann erstmal ein paar Wochen wieder zu Hause bin und nicht jetzt jede Woche los muss. Das ist nicht so meins, aber gut, es lag jetzt halt einfach so. Ich bin froh, dass ich bei meinen Kätzchen wieder bin. Ramsi? Nö. Ja. Habe ich euch noch was zu sagen? Oh, mein Auge tut irgendwie weh. Oh, ich bin heute nur eine Mimose, ich weiß auch nicht.
Ich habe übrigens ganz viele Insta-Bilder gemacht. Ich freue mich so im Urlaub. Und in Lissabon werde ich noch mehr machen. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja, ihr werdet es alle sehen. Also wie gesagt, folgt mir gerne mal. Laura's Beauty Channel. Würde ich mich freuen. Es kommen ganz, ganz viele Bilder von der Insel online bald. Weil, oh, da muss ich auch noch mal kurz mit euch drüber sprechen. Wir waren halt auf so einer Insel, Orange Bay heißt die. Und das ist so eine richtige, krasse, schöne Insel. Also wirklich, ich habe noch nie so einen schönen Ort einfach gesehen. Das ist unglaublich. Nicht nur jetzt, also da war auch so eine Schaukel im Wasser und so eine Hängematte im Wasser. Das war natürlich super schön für Fotos. Also da war alles schön für Fotos, aber auch generell diese Insel. Und das Wasser war gar nicht so kalt und es war einfach so schön. Ich habe mich da wohl gefühlt. Also das ist wirklich sehenswert. Und das Ganze hat jetzt nur 25 Euro pro Person gekostet. Mit einer Schnorcheltour. Beim Schnorcheln war ich jetzt halt nicht dabei. Würde ich beim nächsten Mal schon machen. Aber mir war halt die Insel wichtig und ich wollte halt gerne Fotos machen. Deswegen wollte ich keine nassen Haare von Anfang an haben. Ja. Und genau. Aber das Schnorcheln soll wohl auch richtig cool gewesen sein. Und dann für 25 Euro, da gab es noch Essen auf dem Schiff, was wirklich sehr, sehr lecker war. Und da kann man einfach nicht meckern. Das ist ein guter Preis. Und es war ein richtig, richtig schöner Tag, muss ich sagen. Genau. Aber ihr werdet ja demnächst ein paar Eindrücke davon sehen. Jetzt muss ich euch noch eine Sache zeigen. Und zwar, also muss ich nicht, aber wollte ich. Ich habe was zugeschickt bekommen, als ich jetzt wieder hier war. Ach so, das eine. Ich zeige es euch trotzdem noch. Das wollte ich euch nämlich auch nochmal zeigen. Ich habe euch ja gezeigt, als meine Teemaschine kam. Da steht sie jetzt. Und jetzt, ja, ist gut. Jetzt habe ich noch, ich habe ja gesagt, ich habe drei Teesorten noch umsonst bekommen. Das sind diese drei. Und den Rest habe ich mir noch bestellt. Eine war doch dabei in der Packung. Das hatte ich vergessen. Ich dachte, es wäre keine in der Packung dabei. Es war aber eine dabei. Und dann habe ich mir noch fünf bestellt. Günstiger. Die gab es halt viel günstiger. Genau. Und jetzt habe ich erstmal ordentlich viel Tee. Da habe ich mir eben doch gerade gemacht und gönnt mir ein bisschen. Finde ich an sich cool. Das ist natürlich das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist mit diesen Kapseln. Ist halt irgendwie voll unnötig, ne? So eine Umweltverschmutzung. Das gefällt mir nicht so. Ich weiß jetzt nicht genau, ich will nichts Falsches sagen, ob die vielleicht umweltfreundlich und abbaubar und was weiß ich sind, diese Kapseln. Das weiß ich leider nicht. Diese hier sind es, glaube ich, nicht, die ich hier sonst immer von Nespresso hatte, von der Maschine, sind es, glaube ich, nicht, würde ich sagen. Aber bei denen, ich glaube auch nicht, aber ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht sicher. Genau, da so viel dazu. Aber eigentlich wollte ich euch was anderes zeigen. Und zwar habe ich gestern ein Paket zugeschickt bekommen mit Zahnpasta. Und zwar drei verschiedene Sorten. Eine hatte ich doppelt, die werde ich meinem Bruder gleich mitbringen, weil die doppelte brauche ich halt nicht. Und so. Also es ist leider auch noch die Sorte, die ich mir für mich am wenigsten vorstellen kann, dass die schmeckt. Und zwar einmal diese. Ja, fokussiere. Da. Das ist Grapefruit, Zitrone, Minze. Ist nicht so meins, ich stehe nicht auf Grapefruit und so. Mal gucken. Dann habe ich hier Eukalyptus, Limette und Minze. Das ist so. Hallo, noch für dich, du kannst bitte weggehen. Fokussieren. Das ist die. Die sind jetzt ganz neu. Die weiß ich noch nicht, ob ich mir das vorstellen kann mit Limette. Und dann meine, wo ich mir wirklich was Tolles darunter vorstellen, ist Wassermelone, Gurke, Minze. Ich stehe voll auf Wassermelone und ich bin auch voll der Gurkenfan. Ich habe bestimmt schon voll oft gesagt, ich habe so Gurkendeo von Dove. Kennt ihr vielleicht? Das ist so mit Gurke und grüner Tee, glaube ich. Und das finde ich so geil. Ich liebe das Deo einfach. Und irgendwie bin ich ein Gurkenmensch. Ich weiß nicht, finde ich geil. Ja, hallo, meine kleine Mausi. Genau, das wollte ich euch nur noch gezeigt haben. Da habe ich jetzt ein paar Zahnpasten zugeschickt. Die sind ganz neu. Und die werde ich natürlich austesten und werde euch dann mal berichten, ob ich die gut finde oder eher nicht. Ich bin schon sehr gespannt, muss ich sagen. Ich lasse mich überraschen. Ist nur ein blödes Timing, weil ich habe gerade drei Zahnpasten offen, tatsächlich. Ich habe hier eine Kräuter offen, dann habe ich hier noch so eine weiße offen, also so Bleaching-Zeug, so ein Scheiß. Und dann habe ich jetzt noch für den Urlaub extra eine neue mitgenommen, damit ich das nicht am Morgen erst noch einpacken musste, sondern vorher. So eine mit Kokosöl. Ja. Aber die möchte ich jetzt zeitnah austesten, aber gut, wird ja nicht schlecht in der Packung, passt schon. So viel dazu, ich habe genug gequasselt. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich gerade an einem Stück geredet habe. Ihr seid bestimmt auch schon leid. Deswegen,
lass es jetzt erstmal sein. Ich fahre gleich noch zu meinem Opa. Ich packe gleich Sachen noch aus, fahre zu meinem Opa. Und dann war es das auch für heute. Ich weiß also nicht, ob ich heute noch filme. Ihr werdet sehen. Hallöchen zusammen. Ich habe mich gerade so ein bisschen fertig gemacht, beziehungsweise eine Mütze aufgesetzt, mich ein bisschen angezogen. Einfach nur Jogginghose und so ein altes Oberteil. Weil für mich geht es jetzt zu meinem Papa und zu den Hunden. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich nach den Hunden immer sehr schmuddelig. Weil Henry vor allem ein bisschen sabbert und dann ziehe ich keine guten Sachen an, sondern einfach Sachen, die ich danach eh in der Wäsche langsam schmeißen würde. Ja, deswegen sehe ich jetzt so aus. Muss jetzt erst noch tanken und dann fahre ich halt, wie gesagt, zu meinem Papa. Mal gucken, gehen dann ein bisschen mit den Hunden, esse ich was. Mal schauen, was der Tag so bringt. Auf jeden Fall eigentlich nichts Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Woche irgendwie noch was Besonderes zu filmen habe, weil irgendwie mache ich gar nichts mehr vor dem Urlaub. Und eigentlich wollte ich einen extra Vlog für den Lissabon-Urlaub machen. Vielleicht hänge ich das aber auch einfach hier dran. Ich kann es tatsächlich noch überhaupt gar nicht sagen. Und ich sehe gerade, dass die Kamera bald leer ist. Die muss ich unbedingt dann heute Abend laden. Dass ich das nicht vergesse. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das Ladekabel habe. Clever. Naja, ich bin jetzt erstmal unterwegs. Hallöchen. Heute ist Mittwoch. Ich habe mich gerade ein bisschen geschminkt, weil ich jetzt gleich zur Betriebsratssitzung muss. Und ja, ich habe gerade das erste Mal von Hourglass so einen Lipgloss benutzt. Der sieht hier in der Verpackung super dunkel aus. Sieht aber auf den Lippen jetzt so aus und ich finde den echt schön. Der fühlt sich auch richtig schön an. Irgendwie so voll pflegend und irgendwie fühlt er sich ölig an. Ich glaube aber nicht, dass er ölig ist. Hier steht jetzt nichts drauf, was da alles so drin ist. Aber der fühlt sich richtig, richtig schön an. Das ist ein Extreme Shine Lippengloss. Und ja, gefällt mir gut. Ich habe mich vorher nicht rangetraut. Ich dachte, jetzt komm, heute probierst du mal wieder ein Produkt aus, was du noch nicht getestet hast. Und das gefällt mir auf den Lippen sehr, sehr gut. Sieht schön aus. Ich muss auch gleich nochmal meine Schminktasche neu packen, also wenn ich später wiederkomme. Weil ich habe nur die Schminktasche, die ich in Ägypten mit hatte, aber ich würde gerne noch ein paar andere Produkte da reinpacken, mal wieder was anderes rein. Damit ich auch mal alle meine Schminke benutze. Ich schminke mich in letzter Zeit einfach super wenig. Es gab früher eine Zeit, da habe ich wirklich jeden Tag geschminkt. Und das hat dann immer mehr abgenommen und jetzt momentan schminke ich mich so gut wie gar nicht mehr. Es sei denn wirklich, ich unternehme was oder mache ein paar Fotos oder sowas, aber sonst super wenig und auch nicht mehr so extrem momentan. Ich möchte das gerne wieder, weil mir macht Schminken halt einfach super viel Spaß. Aber ich habe momentan irgendwie, was heißt die Zeit nicht dafür, das stimmt irgendwie auch nicht. Aber meistens habe ich keine Gelegenheit, mich so zu schminken, weil irgendwie jetzt nicht so besondere Sachen sind. Oder halt keine Zeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Ägypten oder in Lissabon bin, dann muss ich so früh aufstehen. Dann schminke ich mich auch nur so ein bisschen und nicht super extrem. Aber ich freue mich, dass ich mich gerade mal wieder schön schminken konnte. Und wie gesagt, fahre da jetzt gleich hin. Bin gerade noch ein bisschen am Videos gucken, muss aber jetzt gleich los. Ah, Wäsche muss ich noch waschen. Gut, dass ich dran denke. Ich muss ja noch so viel Wäsche aus Ägypten waschen, damit ich jetzt auch so viel in Lissabon einpacken kann. Wobei in Lissabon wird es leider nicht warm. Ich kann ja jetzt noch mal gucken, was da jetzt steht, aber wahrscheinlich nichts Gutes, was mich aufheitert, weil eigentlich sollte es warm werden. Erst hieß es und jetzt nicht mehr so schön. So, mal gucken. Ja, Regen. Also Sonntag Regen, 16 Grad. Montag Regen, 16 Grad. Dienstag bewölkt, 17 Grad. Und Mittwoch 18 Grad und Regen. Und genau davor, jetzt gerade, ist dann sonnig und 18 Grad. Und sobald wir wieder weg sind, ist dort auch wieder sonnig und 17 Grad. Genau die Zeit, wo wir da sind, plus Samstag, ist halt einfach Scheißwetter. Ich hoffe, dass sich dann noch was ändert, aber irgendwie glaube ich leider nicht dran. Das war echt schade, weil ich würde ja auch gerne, erstmal wollen wir ja mehr da so einen Städte-Trip machen und uns viel anschauen. Und bei Regen ist das natürlich nicht so schön. Deswegen hoffe ich einfach, dass es wenigstens nicht regnet und auch nicht super bewölkt und windig ist, dass es super kalt ist. Ich würde da ja auch gerne ein paar Fotos machen. Die Freundin von meinem Bruder hat sich bereit erklärt, dass sie ein paar von mir macht. Ich weiß noch nicht, ob sie weiß, worauf sie sich eingelassen hat, aber mal schauen. Also liebe Grüße an dich, Kim. Das wird lustig. Aber wie gesagt, erstmal schauen. Es muss auch das Wetter mitspielen, sonst werden die Fotos auch nicht so nice, ne? Wenn keine Sonne scheint oder so. Mal gucken, ich muss dann jetzt die Tage auch noch meinen Koffer richtig packen. Ich habe schon so ein paar Sachen rausgesucht.
Ich meine, wir sind letztendlich nur 3 richtige Tage da. Sonntag haben wir den ganzen Tag, wo wir ankommen. Ja gut, das heißt den ganzen Tag. Ich glaube, müssen wir auch erst Autos holen und alles. Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch geht es halt recht früh wieder weg. Genau. Aber da brauche ich trotzdem halt ein paar Outfits, dass ich mich nochmal umentscheiden kann, auch gucken, wie das Wetter ist und was wir an dem Tag machen und so. Ich möchte auch gerne auch ein schickes Outfit einpacken für den Geburtstag von meiner Oma, weil wir gehen in ein sehr luxuriöses Restaurant. Und da möchte ich dann gerne auch schick angezogen sein. Deswegen muss ich mir da auch noch was raussuchen, was ich da anziehe. Und ja, aber ich hoffe, es regnet nicht, weil eigentlich hatten wir geplant, auch an dem Abend, wo Oma dann Geburtstag hat, dass wir dann halt erst in diesem Restaurant essen und dann oben auf die Dachterrasse gehen, weil da ist eine Bar, also eine Rooftop-Bar, so richtig schön soll das wohl sein, da kann man ganz Lissabon so ein bisschen sehen. Und da hätte ich halt schon Lust drauf. Ih, du machst mich hier dreckig, du hast noch Essen am Mund, du kleine Ratte. Und hier ist der andere. Ramsi! Ramses! Ja, gut, ich mache mich jetzt mal auf die Socken. Schmeiß vielleicht vorher noch eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine. Und dann geht's los. Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Und zwar hatte ich doch diese Zahnpasta zugeschickt bekommen. Wenn ihr euch erinnert. Und ich habe jetzt eine Sorte davon ausprobiert. Und zwar die, die mir am wenigsten gefallen hat. Ich glaube, das habe ich euch nämlich noch nicht erzählt. Und zwar ist das Grapefruit-Zitrone-Minze. Davon hatte ich ja 2 bekommen. Davon hatte ich eine meinem Bruder gegeben. Mal gucken, wie er die findet. Und ich habe die jetzt probiert, was eigentlich gar nicht mein Fall ist. Und ich muss sagen, die schmeckt richtig gut. Also obwohl das gar nicht so meine Sorte ist, es gibt ja auch noch da andere Sorten, die gefallen mir besser, habe ich erstmal die probiert. Und ich muss sagen, die schmeckt mir richtig, richtig gut. Das ist auch nicht für Leute, die jetzt eher so ein minziges, frisches Gefühl im Mund haben. Hat man hier definitiv. Die Minze ist meiner Meinung nach im Vordergrund. Es ist so ein leichter Hauch, dann dieses Fruchtige. Und das finde ich perfekt. Also es ist nicht so stark, weil ich möchte auch keine Zahnpasta, die nur so richtig extrem künstlich und stark nach so einer Scheiße schmeckt. Das hat mich tatsächlich überzeugt. Und ich dachte halt wirklich, das wäre überhaupt nicht meins. Bin sehr froh, dass mir die schmeckt. Dann bin ich bei den anderen umso gespannter, weil das ja mehr meine Sorten sind. Kann ich euch nur empfehlen tatsächlich. Ich glaube, die kostet nur 1,99 €, also kostet nicht viel. Kann man sich ja gut mal, kann man einmal gut testen. Genau. Na, Frittierte, komm raus hier. Oh, die rennt immer mit mir aufs Bade, ins Badezimmer. Und die soll hier nicht rein, weil hier nebenan ist direkt Futter und alles. Und dann klettert sie da hoch und beißt alles auf. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Ja, das wollte ich euch nur gezeigt haben. Und jetzt gehe ich runter und mache die Wäsche. So, heute ist Donnerstag. Ich bin gerade erst eben aufgestanden und ich dachte mir, also ich habe gerade noch was gegessen und ich dachte mir, ich muss jetzt das Chaos mal beseitigen, das alles frisch gewaschene Wäsche. Ich habe es irgendwie immer wieder hingeknallt und nicht weggeräumt. Deswegen muss ich das jetzt alles mal in den Schrank einordnen und ja, ich nehme euch mit. Ihr könnt zusehen. Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich hatte heute einen stressigen Tag. Also so stressig war es jetzt nicht. Ich war bei meiner Mutter, da haben wir Essen gemacht und sind dann zu meinem Opa, weil der Geburtstag hatte, haben noch ein bisschen über Lissabon und alles gequatscht. Genau, und ich habe dann noch, war dann eben noch bei Müller und habe mir was gekauft. Das wollte ich euch eben kurz zeigen, für die, die es interessiert. Das ist aus der neuen Essence LE. Bloom Baby Bloom heißt die, so eine Frühlings-LE. Da habe ich einmal diesen Face Brush von Essence gekauft, diesen Pinsel, der ist echt, fühlt sich gut an. Hat gekostet, ich habe hier, ich spicke mal ein bisschen, 3,75 €. Dann habe ich hier noch einen Blender Brush fürs Auge, der hat 1,45 € gekostet.
An dem Highlighter hier konnte ich auch nicht vorbeigehen, weil der so eine Rose eingeprägt hat und da ist er so roséfarben. War cool. Der hat gekostet 3,95 Euro. Und dann zu guter Letzt diese wunderschöne Palette. Schon, die sieht von außen schon so schön aus. Die kostet 7,95 Euro. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht auf die Preise geguckt, sondern mir einfach das mitgenommen. Hätte ich gewusst, die hätte 7,95 Euro gekostet, hätte ich es vielleicht nicht getan. Aber es war mir irgendwie egal in dem Moment. Und von innen sieht die halt so aus. Also für die meisten denke ich eher nicht. Sie ist sehr bunt, hat einen so einen richtigen Glitzerton, pures Glitzer halt dabei. Aber ich finde die halt irgendwie richtig schön und ich freue mich schon richtig, die zu benutzen. Habe die auch einmal geswatcht und swatchen lässt sie sich auch sehr, sehr gut. Und dann hat meine Mama mir noch was aus dem Laden mitgebracht und zwar einmal von Dr. Oetker Vitalis Porridge. Also ich finde das ganz gut, das wollte ich jetzt auch mal testen. Und dann hat sie mir noch dies hier mitgebracht. Ich liebe die nämlich, Kinderkarts, und ich bin immer zu geizig, mir die selber zu kaufen. Ich glaube, die kosten, wenn ich mich nicht täusche, ich habe sie letztens gesehen und habe überlegt, ich glaube, die kosten 2,95 Euro, wenn ich mich jetzt gerade nicht total täusche. Und das ist mir halt viel zu teuer dafür. Aber die sind da richtig lecker. Genau. Wundert euch übrigens nicht wegen dem Licht. Ich habe hier in meinem Zimmer so also in meinem Wohnzimmer LED-Leuchten. Die sind an sich voll cool und machen voll gutes Licht so an sich. Aber in der Kamera irgendwie kommt das Licht nicht so gut rüber, wie es in echt meiner Meinung nach ist. Also sorry dafür. Aber was soll's. So, ich bin zu Hause, werde jetzt noch ein bisschen Sachen wegräumen. Noch ein bisschen Koffer packen. Ja, es dauert alles. Lange. Aber dann geht es übermorgen nämlich schon los. Ich freue mich. Ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Werde aber dann, denke ich, Sonntag zum Urlaub hin einen neuen Vlog anfangen. Ist eigentlich mein Plan. Vielleicht schaffe ich es, diesen auch noch morgen hochzuladen. Ich gebe mein Bestes, aber ich kann es nicht versprechen. Hey ihr Lieben, es ist ein Tag später. Und ich war gerade, wollte eigentlich zu Subway und dann ist es doch mehr geworden, weil ich doch noch in die Stadt bin. Und das wollte ich euch einfach kurz zeigen, für die, die es interessiert, ein kleiner Mini-Haul. Ich war bei Zara und da habe ich einmal dieses Simpsons-Shirt hier gekauft. So sieht das aus. Das ist ganz cool, also das ist ganz süß, wenn man das trägt. Hat mir sehr gut gefallen, deswegen musste das mit. Dann gab es einmal noch dieses T-Shirt hier von Tellyway. So ein bisschen auffälliger, ich mag ja so gerne so auffällige Sachen. Dann das. Und zu guter Letzt gab es noch ein süßes Hemd. So, in diesem Style, kennt man ja so, ne? Ist ein bisschen länger, ist ganz süß, hat mir gut gefallen. Ja, die drei Sachen sind es geworden, wollte ich euch nur kurz einmal zeigen. Und ja, ich werde jetzt meinen Koffer weiterpacken. Ihr seht ihn dort schon. Wundert euch nicht für ein Chaos, ich habe hier halt wie ein bisschen rumgeräumt. Eben Sachen hin und her geschmissen. Ich werde das jetzt gleich noch ein bisschen ordnen hier. Den Koffer zu Ende aufräumen, einräumen. Und ja, das ist der Plan. Dann werde ich noch meinen Rucksack packen. Werde heute Abend nur noch ein bisschen PS4 spielen, ganz bisschen. Und dann fahre ich zu meiner Mutter, weil von da geht es dann morgen los. Treffen wir die ganze Familie. Und dann geht es nach Köln mit den Autos. Ja, ich glaube, ich beende jetzt auch diesen Vlog. Vielleicht schaffe ich es heute noch, ihn hochzuladen, das weiß ich aber nicht ganz genau. Ich glaube, der Vlog ist nicht so lang geworden, aber egal, ich wollte jetzt unbedingt morgen einen neuen starten. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht so super spannend ist und ihr mehr Holz gesehen habt, glaube ich, als alles andere. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wir sehen uns im nächsten Vlog, im Lissabon-Vlog.